So, Leute, sind wir wieder mit einem neuen Part von Chippendale und ja, ich habe wieder Mazeronimus bei mir heute. Hast du gar nicht. Der ist der Lüger. Er lügt. Ein Oh, eine Spielzeugladen. Teddybärkrempe. Das ist die Werkstatt des Weihnachtsmanns. Echt mal, guck dich mal hier um. Überall Geschenkpapier und kleine Bären. Voll süß sieht das aus. Aber diese Teufelsspringbox, die sieht aber gar nicht süß aus. Nee. Aber Level Außerdem ist sieht cool sie an aus, als sich. wären sie ein bisschen zu. Ich habe gerade so ein bisschen Frame-Probleme. Wartet mal kurz, Leute. So, nachdem Camtasia euren Chip in hier ein bisschen rumgesponnen hat, bin ich jetzt mal rasch auf Fraps und ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen besser geworden. Oh ja, das. Gucken wir mal. Ein bisschen, ja. Vielleicht liegt das daran, dass du gerade so viel mit deinem PC machst. Der Arm ist ja ganz überfordert. Nö, so viel macht er gerade eigentlich nicht. Und gestern ging's ja. Ach, jetzt kam das hier mit den komischen Schaltern. Ja, die muss man ausschalten, die komischen Schalter, damit die Stahlkugeln aufhören runterzufallen. Erinnert mich jetzt irgendwie auch ein bisschen an Mario Land 2, zum Abklemmen bei Varios Schloss und ähnliche Stelle. Stimmt, die Bodenschalter. Genau die. Boah, die waren mies gewesen. Ich muss sagen, ein bisschen Energie wäre nicht schlecht. Aber ich sehe gerade keine. Gott, wartet mal, Leute. Ach, gut, wisst ihr was, Leute? Wir spielen einfach mal jetzt so weiter. Kann auch sein, dass es zu viele Sprites sind, ich weiß gerade nicht genau. Aber da muss man mit leben. Gut, müssen wir ausschalten, irgendwie die Dinger. Wie du schon sagst, erinnert dich etwas an Super Mario Land 2. Stimmt, weil da gab es ja auch so komische Bodenschalter. Ja, bei Wario's Castle. Ganz am Ende, da kann man diese Stimmt, ich runter, wenn man erinnere nicht mich. aufgepasst hat.
ja auch nicht allzu lange her. Die waren richtig mies. Autsch. Was an dem Spiel geil ist, man kann Kisten schmeißen, aufheben und so weiter. Naja, wie bei Mario World 1, oder? Richtig. Das haben sich damals cool ausgedacht. Die Entwickler. Äpfel schmeißen. Oh, und Energie, auch wenn es nur ein Punkt ist. Ich glaube, jetzt kam ein Boss oder so. Ach, der ja. Oh Gott, der war unmöglich. Ein Roboter? Ich kenne seine Schwachstellen nicht. Ich glaube, der Bauch liegt so wegen der Klappe da. Ja. Es ist die Klappe. Ha. Oder es ist einfach nur der Typ generell. Und die komischen Leuchten da. Aha, wer siegt? Song Lee, dear. Get ready. Und noch ein Leben. I'll have brought for you to get across the water. Ja, sie hat ein Boot da gelassen, um über das Wasser zu einer E zu kommen. Fallt nicht in Löcher. Passt auf, wo ihr hinlauft. Gut. Ja, das, also man sollte generell nicht so in Löcher fallen. Das ist gewöhnlich nicht schlecht. Aus wie eine Parkstage oder so. Scheint so eine Art Park zu sein. Mit so einem lustigen Tom Sawyer Holzzaun. Boah, Killerkäfer. Ich würde gern wissen, was die Blumen zu bedeuten haben. Oder was ist es? Vielleicht sind das einfach nur so Extrapunkte. Für die Highscore. Hm. Also Sterne standen für Leben, glaube ich. Wie da oben zum Beispiel. Oh, den will ich haben. Den Stern. Dann hol ihn dir, Wacky. Er ist zum Greifen nah. Ja, den hole ich mir. Der deinen Namen trägt. Ja, ganz genau. Du verstehst mich. Ah, das muss Trixies Boot sein. Sie war ziemlich klein, um damit den Ozean zu überqueren. Ja. Was ist das? Der Ozean ist vorbei. Das ist anscheinend also auch ein kleiner Ozean. Oh, okay, wir haben einen Hammer bekommen. Hämmer dich durch die Wand, Bucky. Minecraft lässt grüßen.
Zombie! Nee, keine Zombies, aber hüpfende Kisten, die uns töten wollen. Hüpfende Kisten. Wenn sie grün wären, könnte man sie als Slimes durchgehen lassen. Nein, der Hammer ist weg. Schade. Na, er muss ab verbringen. In diesem Falle den Hammer. Aha, ich wusste doch, hier ist was drin. Hammer. Was ist das? Ein Ameisenlöwe. Ein böser Ameisenlöwe. Und der hat Leben dabei. Beziehungsweise Sterne. Er will mit dir verhandeln. Dein Leben gegen diese Sterne. Das kann er knicken. Hm. Oh. Das ist aber jetzt traurig. Es bedrückt ihn. Oh, der Boss. Das habe ich jetzt vergessen, dass hier ein Boss war. Moment. Sieht aus wie ein Fisch? Es ist ein Fisch. Oh. Ein E-Fisch. Der mich erstmal voll killt. Aber Wacky wird auch diese Situation hoffentlich meistern. Ganz bestimmt, aber so nicht. Geil, erstmal getroffen werden. Oh, das war's. Ein bisschen arschig war der schon, der Boss, oder? Der war ein bisschen arschig. Dass halt fliegen kann, war sein Riesenvorteil. Passt auf vor die Rohren, Zone F. Was ist eigentlich für ein komisches Gerät? Was? Dieses Gerät. Also ist das so ein Funkgerät oder so? Ja, kennst ja Trixie, die hat öfters mal so eine komischen Erfindungen. Aber woher weiß denn das, woher gibt die... Ach, egal. Das ist ein Videospiel. Ja. Da muss man wohl einfach mit leben. Ich muss sagen, der Soundtrack von dem Spiel ist immer noch recht gut. Wird sich auch nicht so schnell was ändern, außer sie machen einen neuen. Im zweiten. Ich meine vage These. Autsch. Okay, die bauen zwei Treffer, diese fetten Teile. Gute Energie, danke. Die schießen mit Kisten. Gott, was ist das? Ein tunnelartiges, Oh Gott. Geil. Geile Scheiße. Also, lustig aussehen tut's, aber wahrscheinlich ist es nicht lustig da zu sein. Das ist gerade irgendwie Abfuck. Wacky, doch nicht vor den Kindern. Sorry.
Das ist gar nicht so einfach hier. Ich überlege gerade, wo es wirklich, wo alles angefangen hat. Ich gehe gerade die ganzen Anfangsspiele durch. Echt schön, dass wo man dann Gedanken auf so allerlei Sachen stößt. Das glaube ich dir. Der Schmank. Schöne Zeiten, gute Zeiten. Okay, das müsste reichen eigentlich, wenn ich jetzt gezielt springe. Einen kurzen Augenblick, ich bin sofort wieder da. Jo. Geschafft, mein Glück. So, da bin ich wieder. Ja, und wir haben die Stage auch schon geschafft. Oh, die meine Abwesenheit. Da war so ein Mann in der Tür vom Zirkus, der wollte mir ein Vogelhaus andrehen. Lol. Gute Arbeit, Team. Ihr seid im Casino. Ihr seid fast beim Casino. Jo. Mit anderen Worten, das Spiel ist fast geschafft. Endstage. Machen wir das noch in dem Part, oder? Ja, ich würde sagen, das machen wir noch in dem Part. Jo. Spannungstöter. Viele sehen aber auch gemein aus. Sehen, wenn sie orange wären, dann sehen sie ein bisschen so aus wie ich. Krokozeronimus. Nein, ich bin in einem bösen Casino und ich bin ein böser Kroko geworden. Was ist denn aus dieser Welt geworden? Das Krokodil ist gerade im Bildrand verschwunden. Das machen sie öfter mal. Ein ganz natürliches Verhalten der Krokos. Das machen alle. Lol, die verschwinden einfach oben im Bildrand. Geiles Spiel. Ja, das ist wie bei Ninja Gaiden. Man muss ein bisschen warten, bis sich der Gegner wegsackt. Dann kann man sich die Mühe sparen, ihn zu besiegen. Jetzt hat mich doch eins erwischt. Oh, Wacki. Guck mal, da hat der Chat ganz traurig geguckt in dem Moment. Oder ist das Chat? Beziehungsweise Dale? Das ist Chat. Was ist das für komische Affen, ey? Nee, es sind Nashörner. Oder was auch immer das sein soll. Ich kann es nicht definieren. Ich kann es auch nicht gerade definieren. Es könnte auch Hornkäfer sein, aber ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, das waren gerade, glaube ich, Hornfliegen des Schmeißfliegen des Todes. Was da so herabfliegt auf mich. Das Casino des Todes. Casino Royale. Ich weiß nicht wieso, aber immer wenn ich Casino Royale höre, bekomme ich richtig Hunger. Wahrscheinlich weil ich dann in so einen richtig schönen Royal Burger oder sowas denke. Ja. Wenn ich Casino Royale höre, denke ich in so eine richtig schöne gedeckte Snackbar. Ah, Lampen?
Ich sollte vielleicht mal drüber rüberspringen bei den Dinger. Vielleicht sind die elektrisch geladen oder so. Nö, sind nicht hier geladen. Die sehen nicht geladen aus. Wir wollen es nicht riskieren, oder? Nee. Ah, hätte ich jetzt... Obwohl, kann ich noch kriegen. Das Ding da oben, oder? Nee. Ich glaube nicht. Aber doch, ja, doch, doch. Leben, cool. Ist das ein Zwischenboss, oder? Nee, das... ist irgendwie noch so ein... Zwischenboss. Ich habe jetzt gedacht, das wäre der. Aber stimmt, der war fetter. Fuck. Mit was schmeißt der eigentlich da rum? Spielmünzen oder so? Ich habe erst gedacht, das wäre ein Erdnüsse. Könnte man denken. Ich hab die doch gar nicht berührt. Was ist das denn für eine Physik schon wieder? In Spielen kannst du nicht von Physik ausgehen, weil da gibt es sowas nicht. Leider, leider. Das Einzige, was es vielleicht gibt, ist künstliche Schwerkraft. Aber von viel mehr kannst du nicht ausgehen, leider. Ich mach den mit 3 Energiepunkten, ist vielleicht ein bisschen besser. Na, wer weiß. Wir haben ja viele Versuche. Mit Wakis patentierten Safe State. Also eine schöne Zwischendurchmischung. So. Ja, was ich jetzt noch sagen muss, das ist eine nachkommentierte Szene. Und zwar hat hier der Ingame-Sound total versagt in dem Moment. Und wie ihr seht, ja, ich habe das Level noch geschafft. Ihr hört nur noch im Moment Zeronimo-Stimme. Wegen dem Ingame-Sound, das tut mir leid. Ich werde mal sehen, wie ich das hinbekomme. Vielleicht lag es auch daran, dass jetzt Skype nebenbei offen war und Zeronimus dabei war. Ich weiß es gerade nicht. Ich werde das Let's Play auf jeden Fall zu Ende führen. Das auf jeden Fall. Und ja, wie ihr hier seht, es war es noch nicht gewesen. Es kommen noch mehr Welten auf uns zu. Und zwar... seht ihr gleich? Ja, 3 Stück für den letzten Part. Und hier ist es dann. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Tschüss.